So, herzlich willkommen zu Die Sterne im Dezember 2021. Wir wollen uns hier die Zeitqualität für den letzten Monat in diesem Jahr anschauen und natürlich wie immer den Neu- und den Vollmond uns näher angucken. Und dann legen wir auch gleich los. Und zwar haben wir hier den Sonnenaufgang. Und am 1.12., also zum Monatsbeginn, wo die Sonne natürlich immer im Bereich des Feuerzeichens Schütze sich befindet. Das heißt, wir haben eine Qualität und eine Energie von der Sonne, die sehr auf Überzeugung gerichtet ist, die viel Auslandsthematiken oder ja, Entfernungen in den Fokus rückt. Reisen kann hier eine Rolle spielen, Glauben, Ideologien, Gerechtigkeit, Justiz, Bildung. All diese Themen, die auch höheres Wissen beinhalten, können hier in dieser Zeit wichtiger sein. Die Sonne wechselt am 21.12. dann in den Steinbock und bringt dann für den Rest des Monats ja Verantwortung, Einschränkungen und auch mehr die Reduktion und so eine Leistungsbereitschaft, die sich dann zum Ende des Jahres nochmal zeigt. Aber das ist natürlich auch immer so, sieht man ja auch in der Natur. Also im Schützen bringt die Sonne quasi nochmal Licht ins Dunkle. Das ist ja immer die Zeit, wo man auch so Laternenumzüge hat oder Kerzen anzündet. Die Weihnachtsmärkte, wenn sie denn da sind, ja, also das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil der große Rahmen halt hier sehr schwierig ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann zum Übergang des Jahres ist natürlich, zieht man sich zurück im Steinbock, wie der Steinbock im Gebirge. Also das zur Sonne. Dann haben wir gleich im Monatsanfang hier den Neptun, der wieder direktläufig wird. Und für die nächsten Monate wieder direktläufig durch die Fische geht. Und das darf vielleicht weniger Lügen bringen und mehr Wahrheit. Das wäre schon mal positiv. Weil in der Direktläufigkeit zeigt ein Planet halt mehr die positiven Seiten. Und unter anderem also alles, was sozial ist, ist dann betont und dürfte besser funktionieren. Dann Beeinflussbarkeit oder ist natürlich eine negative Eigenschaft, aber könnte hier vielleicht positiv funktionieren. Ansonsten ist es halt auch ja so Fantasie und Einfühlungsvermögen. Also das sind hier ist wieder ein Plus ab jetzt für die kommende Zeit. Dann haben wir einen Wechsel von Mars und Merkur, beide am 13.12. Mars wechselt hier in den Schützen und bringt dann also quasi die erste Monatshälfte noch im Skorpion hier sehr, sehr extreme Energien und Ziele, die sehr verbissen durchgesetzt werden. Man merkt es ja gerade, wir sind ja wirklich in sehr, sehr extremen Zeiten. Und ab dem 13.12. geht er hier durch den Schützen. Dann werden Ziele von starker Überzeugung geprägt sein. Dann wird man auch bei Zielen wieder größer, also größere Ziele in Anspruch vielleicht nehmen. Oder das kann natürlich auch Auseinandersetzungen, Mars kann ja immer eine Auseinandersetzung anzeigen, die hier sehr fanatisch im Skorpion geführt werden und ab der zweiten Monatshälfte im Schützen sehr viel, ja, auch mit dem Ausland zu tun haben könnten oder mit Überzeugung, also Kämpfe, die aus Überzeugung geführt werden. Dann haben wir die Venus am 19.12. zum vierten Advent rückläufig. Die ist hier im Steinbock und betont hier die ganze Zeit oder zeigt hier unter anderem, also wie man es ja erlebt, Kontakte, die reduziert werden, also weiter Kontaktbeschränkungen. Und wenn die rückläufig wird, kann das hier am 19.12. Ja, eine Vergangenheitsthematik wieder bringen. Also vielleicht kommen auch vergangene Bekannte wieder auf einen zu oder ein Ex-Partner. Ansonsten kann es auch sein, dass hier Kontaktbeschränkungen zurückgenommen werden oder wieder zurückkommen vermehrt. Das wäre natürlich auch, also so quasi kurz vor Weihnachten, dass man sagt, ja hier nur so und so viele Personen können sich sehen, aber im besseren Fall würde man dann sagen, vielleicht über Weihnachten, ja, man kann sich wieder mit mehreren treffen. Also das ist hier denkbar. Dann haben wir
Einen ganz entscheidenden Punkt auch hier am 29.12. Vielleicht schaffe ich es so noch ein Video zu machen. Und zwar von Saturn und Jupiter. Und zwar haben die ja im Wassermann, also der Saturn macht das ja weiterhin noch, Einschränkungen von Freiheiten gebracht und hier Überzeugungen von Freiheiten bringt der Jupiter. Und der wechselt also dann, wie gesagt, kurz vor Jahreswechsel hier am 29.12. in die Fische und bringt dann Überzeugungen von ja, den Themen, die ich ja bei den Fischen eben gesagt habe. Also ja, eine gewisse Grenzenlosigkeit, Grenzüberschreitung vielleicht auch, Unklarheiten, die mit dem Ausland zu tun haben könnten. Ja, Unklarheiten, die bezüglich der Justiz vielleicht auch. Also dass das eine Menge möglich, also der Jupiter steht da eigentlich gar nicht so schlecht, weil er der klassische Herrscher von den Fischen ist. Also da wollen wir mal hoffen, dass er hier auch sehr viel, eine Fülle an Mitgefühl und ja, Hilfsbereitschaft bringen darf. Was haben wir noch zu sagen? Natürlich das Entscheidende in diesem Monat weiterhin ist hier die Spannung von Saturn und Uranus, die hier sich aufbaut und die genau zu Heiligabend exakt wird und die hier uns das ganze Jahr beschäftigt hat und jetzt zum letzten Mal sich maximal in maximaler Spannung trifft. Und das bedeutet also die Einschränkungen der Freiheit, die in Spannung stehen zu ja, Freiheit in der Gruppe. Beziehungsweise auch überhaupt Freiheitswerte stehen hier in Spannung zu Einschränkungen oder irrationalen Einschränkungen vielleicht auch der oder staatlichem Irrsinn, kann man auch sagen. Und hier ja wirklich verrückten Regeln, sowie auch ja überraschende Einschränkungen, überraschende Reduktionen, die ja in Spannung stehen zu auch finanziellen Veränderungen. Also das ist hier ein schwieriger Finanzaspekt. Das ist eine Geschichte, die kann Blackout anzeigen. Das ist eine Geschichte, die diese Freiheitskämpfe beschreibt. Also eigentlich sehr viele Punkte, die uns gerade maximal hier alles erschweren im Leben, sind hier angezeigt. Und es geht also im Großen und Ganzen darum, dass Systeme hier zerbrechen. Also es kann sein, dass das jetzt, also der Irrsinn quasi immer mehr anwächst. Also man merkt das ja quasi täglich, dass hier neue Verrücktheiten in der Welt passieren. Und in Deutschland auch nochmal besonders zum Beispiel, weil Deutschland hier den Asteroid Fanatiker bei dem Saturn hat. Also das bringt also immer noch quasi fanatischen Gehorsam, der in Spannung steht zur Freiheit. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und jetzt aber dann nach Weihnachten, natürlich erst, also quasi das wird man dann erst in ein paar Wochen und Monaten dann langsam besser merken. Also das heißt, dann klingt es ab und wird hoffentlich wieder besser. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben über den Jahreswechsel hier, also am 30.12., eine Verbindung von Mars zu Saturn. Die bringt hier, also Mars ist dann schon im Schützen, die bringt hier zum Saturn ja Fleiß und Struktur und aber vielleicht auch die Situation von Reglementierung. Aber man kann halt vielleicht auch Strukturen schaffen, also ja, kollektiv, aber auch im Individuellen. Da kann man also quasi nochmal was schaffen, vielleicht kurz vor Jahreswechsel. Was gibt es noch zu sagen? Also das Sonnenaufgangshoroskop sagt halt auch immer so ein bisschen, wie der Monat wird. Und da haben wir also hier Jänner, das ist ein Asteroid, der steht hier mit ja, der Injektion, nenne ich das hier mal, im Zusammenhang. Also das ist hier maximal betont. Und was will in die Welt hier? Also der Schütze-Aszendent, also Überzeugung von Freiheit mit dem Jupiter als Herrscher. Und die Sonne steht hier direkt dran. Die Sonne mit Merkur, also die Regierung Merkel oder auch die Regierung Scholz, weil Scholz ist ja Zwilling. Und die stehen also zusammen mit Vesta. Und Vesta ist ein Asteroid, der für Heim und Haus steht, also auch für quasi für Lockdown. Dann haben wir
Das ist hier maximal betont. Und als Ergebnis haben wir auch die Venus hier im Zeichen Steinbock, also Einschränkung der Freiheit, finanzielle Einschränkung. Und dann gibt es noch hierzu, gibt's natürlich noch mehr sagen hier. Und ja, der dunkle Mond in der Begegnung Unzufriedenheit und also in Partnerschaften, Beziehungen vielleicht auch. Und dann ist hier noch Chiron am IC auch noch sehr stark betont mit dem Asteroid Liebe zusammen. Also es dürfte viele Verletzungen in der Liebe geben. Oder also da steckt auch die Heilung drin bei Chiron. Also da ist auch möglicherweise die Chance für Heilung, für Heilungsprozesse bei Liebeskummer. Und der Chiron ist rückläufig, also das heißt, vergangene Verletzungen könnten hier eine Rolle spielen. Dann zeigt Chiron auch Arbeit an. Das heißt, hier kann Liebe und Arbeit eine Rolle spielen. Ansonsten, Chiron zeigt natürlich auch die Gesundheit an und hier wird für die Gesundheit gekämpft in der Heimat. Und das Ganze in Spannung zu der Injektion und in der Verbindung mit staatlichen ja, Maßnahmen. Und da ist auch noch der Asteroid Artemis dabei. Und Artemis ist halt auch sehr interessant, das ist ein Asteroid, der steht für die Göttin der freien Natur, für, ist natürlich auch eine Geburtsgöttin und eine Göttin der Jagd. Sie ist aber auch, und das fand ich sehr interessant, also in der Mythologie dafür bekannt, dass sie mit Pfeilen schoss, die krank machen. Auf Menschen hat sie da geschossen. Und das finde ich sehr interessant, also wenn man diese Analogie überträgt, dass wir hier eine Injektion haben, also man schießt auf die Menschen mit einem Pfeil. Das ist ja quasi so ein sehr kleiner Pfeil und das Ganze könnte hier krank machen. So, das dazu und dann wollen wir hier mal schauen, was der Neu- und der Vollmond sagen. Der Neumond am 4.12. findet im Schütze statt. Schützen und bringt natürlich immer viel Feuer, Neuanfänge mit viel Feuer. Die finden hier aber im Bereich des Rückzugs statt. Das heißt, hier gibt es einen Neubeginn und das ist hier wirklich ein klassischer Neumond, der für Lockdown stehen kann. Und zwar, weil auch Vesta mit dabei steht, das sagte ich ja anfangs schon, dass das hier Asteroid ist für Haus und Heim und steht in Spannung zum dunklen Mond, also Unzufriedenheit und ja, als Aszendent auch mit dem Schützen. Also worum geht es hier? Es geht hier um Glauben, um Überzeugung von Werten, von Freiheitswerten. Interessant ist hier auch noch bei diesem Neumond, dass hier Neptun direkt am dritten Haus, an der dritten Hausspitze steht. Neptun ist hier, steht hier für Lügen und Wahrheiten. Die stehen hier in Spannung zum Aszendenten, also zur Begegnungsachse. Also man begegnet hier Wahrheiten, man begegnet hier der Lüge. Sachen werden aufgedeckt. Es sind vielleicht Unklarheiten noch in der Kommunikation. Ja, natürlich, jetzt sind wir in der Vorweihnachtszeit. Es kann natürlich auch immer so ein bisschen Empathie anzeigen. Weiterhin, weil es ist ja jetzt kurz danach, man sieht immer noch hier, Liebesverletzungen spielen hier eine Rolle. Möglicherweise oder Liebe bei der Arbeit oder Liebesverletzung bei der Arbeit kann natürlich auch sein oder aus Liebe sich hier unter Impfdruck gestellt werden, was natürlich sehr, sehr pervers ist irgendwo, aber wäre hier auch eine denkbare Möglichkeit. Und dann haben wir natürlich auch bei diesem Neumond hier wieder zulaufend diese Spannung von Uranus und Saturn, die hier ja, sehr viel Unruhe bringt, sehr viel ja, Systeme im Großen und Kleinen werden verletzt. Werte werden verletzt, Unruhe zu Hause, Veränderungen, viele Veränderungen. Und als Ergebnis haben wir hier den MC in der Waage, also Beziehung. Es geht hier um Beziehungen. Und die Beziehungen sind hier im ersten Haus eingeschlossen. Also Schwierigkeiten für Beziehungen, Kontaktbeschränkung. Also das spielt hier dann auch eine Rolle, würde ja dann auch Sinn machen mit dem Wegsperren hier. Das ist hier angezeigt. Gibt es noch was zu sagen? Also das Tarot habe ich natürlich wie immer befragt. Und da haben wir hier auch sehr schön erklärt. Also war ich sehr, sehr, also
Deutlicher kann man das hier ja gar nicht zeigen. Also hier wieder eingesperrt, sage ich mal hier. Das ist ja sehr schön. Man kommt nicht voran. Und warum ist man eingesperrt? Also als Klärungskarte habe ich der Herrscher und die Königin der Kelche. Der Herrscher ist die Regierung, der Regierende. Und Königin der Kelche bezeichnet Wasserzeichen, also Krebs, Fische und Skorpion. Und die haben ja eine Herrscherin noch, die Krebs ist, nämlich Frau Merkel. Und die ist hier verantwortlich für dieses Wegsperren. Und als Ausblick haben wir hier einen bei diesem Neumond, also auch das ist eine klassische Karte für einen Neuanfang. Und zwar die Stäbe sind auch die Feuerzeichen. Und wir haben ja hier auch einen Neuanfang im Feuerzeichen Schütze. Also es geht hier als Ausblick um einen Neustart mit Behinderung, mit Widerstand, ein Neustart mit, ja, bei dem man erstmal weggesperrt ist. Sehr, sehr, sehr unschön. Aber so ist es. Und dann haben wir einen Vollmond am Ende des Monats. Und dieser Vollmond findet statt hier in den Zwillingen, am Ende des Zwillingszeichens in der letzten Dekade. Das ist also die Wassermann-Dekade. Und die bringt also hier, also erstmal bringt der Vollmond in den Zwillingen einen Abschluss oder Höhepunkt in die Kommunikation, in das Verbalisieren von Gefühlen. Also man spricht über seine Gefühle. Und das Ganze hier ist aber auch unerwarteten Äußerungen verbunden oder mit ungewöhnlichen Gedanken hier, mit überraschenden Gesprächen, Überraschungscharakter das Ganze, weil es ja auch noch diese Wassermann-Färbung hat. Dann findet das Ganze ja auch noch am Ende vom Schützen statt. Das heißt, hier ist der Polarstern, das ist ein Richtungsanzeiger. Dieser Fixstern zeigt also immer eine neue Richtung an, hat aber auch so eine Marsnatur, die ja auch so quasi, also kann auch zum Beispiel, also früher sagte man so militärische Ehren, also das kann natürlich auf der Kollektivebene irgendwie angezeigt sein, aber ansonsten, also dass jemand verabschiedet wird, ein hochrangiger Offizier oder irgendwie Politiker. Ansonsten zeigt es vielleicht Ehren oder Beförderung, aber halt auch Wohlstand kann das anzeigen oder ist halt auch für Streit mit Vorgesetzten kann das auch. Also hat ja so einen Marscharakter im Zwilling, also das ist dann auch immer so ein Konfliktanzeiger. Also kann natürlich auch im Individuellen auch hier Streiche anzeigen. Und die Spannung hier von Sonne und Mond zeigt natürlich die ja immer bei Vollmond stattfindet, zeigt natürlich immer einen Konflikt zwischen Männern und Frauen tendenziell und auch zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Und dann ist das Ganze hier in Verbindung aber mit Jupiter und das ist positiv. Das darf also hier ja Freiheitsüberzeugungen oder überraschende Überzeugungen, die hier vielleicht einen Weg aufzeigen könnten, einen Lösungsweg. Als Aszendenten haben wir hier den Skorpion. Der Skorpion-Aszendent zeigt also hier, es geht um eine Transformation, um einen Wandel. Und der Herrscher Pluto befindet sich hier mit der Venus zusammen und das könnte hier, hier geht es also um Liebe, um Vertrauen, um eine Transformation in Beziehung, um eine Transformation von Finanzen vielleicht auch. Also es ist ja auch die Finanz- und Werteachse, die hier betont ist. Also Überzeugung, Werte und materielle Werte auch. Also es kann auch eine Fülle an materiellen Zuwachs geben, weil es ja auch mit dem Jupiter verbunden ist, also eine Nachricht vom finanziellen Zuwachs, das wäre natürlich eine schöne Variante. Und das kann hier mit Entfernung zu tun haben auch, also die Sonne hier im Finanzhaus kommt ja aus dem Ausland oder es geht hier vielleicht auch um Ideologien, die hier eine Rolle spielen. Und als Ergebnis haben wir hier den MC der Jungfrau. Also es geht hier um eine Anpassung finanzieller Art und eine Anpassung von Werten.
Das Ganze hier, der Merkur in Spannung zu Chiron und Liebe, also selbst wenn man jetzt quasi den neuen Herrscher von der Jungfrau Chiron nimmt, dann ist der, wäre der auch in Spannung zu Merkur. Also diese Verbindung ist hier das Ergebnis und die zeigt so hier Gespräche, die mit Werten zu tun haben und die mit der Liebe zur Arbeit oder mit der Liebe bei der Arbeit oder mit Liebesverletzung zu tun haben könnten. Oder mit Gesundheit und Liebe oder mit der Gesundheit in der Familie und das Ganze mit Finanz, könnte auch mit Finanzen zu tun haben. Und da gibt es halt eine Herausforderung und Spannung. Des Weiteren haben wir hier noch interessant den Neptun am IC, also sehr, sehr maximal betont. Also die Motivation ist hier ja eigentlich einen Frieden zu finden bei diesem Abschluss. Und zudem ist es hier auch die Situation, dass man in der Heimat oder in der Familie oder im Wohnbereich hier vielleicht unklare Verhältnisse hat. Sehnsüchte, starke Sehnsüchte kann das anzeigen, starke emotionale Sehnsüchte, vielleicht den Wunsch nach friedlichen Kompromissen, also das wäre hier auch angezeigt, also mit der Spannung von Merkur zu Chiron, dass man hier quasi diese kritische Situation irgendwie ausgleichen kann. Und dann haben wir den Saturn und den Uranus auch noch hier betont an den Häuserspitzen. Also Saturn zeigt hier Einschränkungen in der Kommunikation oder verantwortliche Kommunikation oder Einschränkungen der Beweglichkeit, der Freiheit. Und das Ganze steht hier mit Änderungen bei der Arbeit im Zusammenhang. Testungen der Freiheit, ist das auch wieder Saturn, das sind ja die Tests im Freiheitszeichen Wassermann, die in Spannung stehen zu einer, ja, unsicheren Situation beim Arbeitsplatz, eine unsichere Situation im Alltag. Also viel wieder los. Interessant ist auch hier, dass hier auch wieder immer noch hier der Arrest, also der Arrest, das Eingesperrtsein steht hier maximal in Spannung zum Vollmond. Also genauso auch wieder das Pendant. Also es ist ja immer so, dass die Geschichte sich so weiterschreibt nach dem Neumond, der das maximal betont hat, hier immer noch diese Thematik. Und auch noch sehr interessant, natürlich habe ich hier nicht immer alles auf dem Schirm, aber ich versuche hier ja schon so in der Kürze der Zeit einige wichtige Punkte zu benennen und nicht zu vergessen. Hier haben wir den Mars am absteigenden Mondknoten. Das zeigt hier also auch, dass vielleicht ja eine Trennung oder Abschiede vom Onkel, vom Bruder, vom Sohn, von jungen Männern, von Männern insgesamt kann hier eine Rolle spielen. Eine Führungskraft geht vielleicht auch, also Anführer. Also das ist hier gegenüber vom aufsteigenden Mondknoten befindet sich also der absteigende Mondknoten. Der ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Und dort befindet sich der Mars. Das kann auch karmische Auseinandersetzungen anzeigen, karmische Konflikte, die hier geführt werden. Also sehr, sehr spannend. Und da habe ich nochmal das Tarot gefragt. Das hat ein bisschen andere, beziehungsweise eine interessante Antwort gegeben. Und zwar kam nämlich hier als Hauptpunkt die Hohepriesterin, die hier vielleicht wirklich auch mit dieser habe ich so empfunden als Interpretation, dass hier dieser Neptun eine sehr große Rolle im Horoskop des Vollmondes spielt. Denn die Hohepriesterin ist so eine klassische Karte für Seelenverwandtschaft, für ja, für Intuition und Vertrauen, dass es hier bei dem Vollmond eine große Rolle spielt. Ja, die weibliche Kraft und so eine Hingabefähigkeit ist hier auch gefragt. Und auch ein Ausgleich von Polaritäten ist hier. Und das fand ich ganz interessant, weil beim Vollmond ist ja immer eine Frage, wo es, beziehungsweise geht es darum, die Polaritäten zu vereinen in einer gewissen Form. Und auch wieder hier die Mondsichel angezeigt. Ganz, ganz spannend. Und als Erklärung habe ich hier die 9 der Münzen. Das ist eine Karte, die steht für Selbstwert. Also haben wir hier wieder die Betonung der Werte, weil dieser Vollmond ja auf der Werteachse stattfindet, Haus 2 und Haus 8. Und diese Karte steht also, wie gesagt, für Selbstwert, aber auch für Finanzen oder für Glücksfälle, also finanzielle Glücksfälle oder ja, Komplimente vielleicht auch, also eine Wertschätzung. Das könnte hier eine Rolle spielen.
Und es ist ja auch ein Höhepunkt oder Abschluss eines Zykluses. Vielleicht fließt da doch etwas Finanzielles. Vielleicht kriegt man eine Abfindung. Das wäre auch denkbar. Also wenn jetzt hier beruflich irgendein Abschluss stattfindet, dass man eine Abfindung bekommt, wäre auch eine Idee. Und als Ausblick haben wir hier auch, es ist ja auch wieder eine Münzkarte. Also man kriegt hier ein Angebot, man kriegt eine Offerte. Es wird einem ein Geschenk, eine finanzielle Transferleistung angeboten. Ja, auch eine Form der Wertschätzung wird einem zumindest präsentiert hier. Also sehr interessant. Muss jeder natürlich schauen, wie das für ihn passt. Das dazu, wenn du selbst gerade bei Voll- oder Neumond oder in diesem Monat ja Sorgen machst, gibt ja genug Gründe, sind ja in einer wirklich sehr, sehr extremen Zeit. Und wissen möchtest, wie die Situation bei dir aussieht und welche Lösungsmöglichkeiten die Sterne bieten, da kann ich nur jedem herzlich dazu einladen, sich eine astrologische Beratung zu gönnen. Mein Angebot findet man auf apolloastro.de. Auch wenn man jetzt beruflich hier wissen möchte, welche Möglichkeiten es da gibt, da findet man immer ganz tolle Anreize und man muss auch keine Angst davor haben von der Beratung, weil es ist halt auch so, dass die Sterne ja immer Lösungsmöglichkeiten anbieten und auch die Aufgaben, die einem gestellt werden. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, wenn man weiß, welche Aufgaben einem bevorstehen. Also ich vergleiche das immer sehr gerne damit, dass wenn man jetzt eine Strecke fahren muss, die man nicht kennt, und dann würde man ja auch einen Navi heutzutage nehmen oder eine Karte früher. Und hier nimmt man also die Sternkarte und sieht sich an, wie das Leben ist. Und die meisten oder sehr, sehr viele Menschen schauen halt quasi, fahren orientierungslos durch das Leben. Und da kann ich nur jedem dazu raten, also diese Investition in sich selbst zu tätigen. Also würde mich freuen, wenn man mich da kontaktiert. Wie gesagt, mein Angebot auf apolloastro.de. Dort kann man mich gerne über das Kontaktformular anschreiben. Ansonsten wünsche ich natürlich frohe Weihnachten und eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hier drunter gibt es nochmal den Link zu meinem Herbstvideo. Da habe ich zum Beispiel auch den Lockdown vorhergesagt. Und ansonsten ist dort noch der Link zu Facebook. Dort schreibe ich ja die aktuellen Tageskonstellationen, die man dort gratis lesen kann. Und auf meiner Webseite apolloastro.de kann man auch noch den kostenlosen Newsletter abonnieren. Dort gibt es monatlich ein paar kollektive Beschreibungen für die Sternkonstellation. Würde mich freuen. Also tschüss und alles Gute für den Dezember.